So, willkommen in einer weiteren Folge von Let's Play die Reeperbahn-Simulation. Ja, wir haben jetzt echt einiges in der letzten Folge gekriegt. Vor allem das Krasse war ja, dass wir jetzt so einen krassen Geldsegen hatten, den wir ausgenutzt haben. Wir sabotieren jetzt so einiges. Unter anderem nämlich hier die Brauerei. Das sabotieren wir jetzt auch. Wir haben unsere Anteile vorher verkauft. Jetzt muss ich mal gucken, was als nächstes abläuft. Pizzeria, wie sieht's da aus? Sabotieren. Noch 5 Tage dauert das, also das ist es nicht gewesen. Was als nächstes abläuft. Noch 7 Tage hier. Das heiße Eck könnte es sein. Das heiße Eck noch 3 Tage. Das heiße Eck wird also nicht in der Folge, sondern in der nächsten Folge wird das heiße Eck wieder sabotiert. Jetzt habe ich 16.000 zur Verfügung und kann noch was anderes sabotieren. Gucken wir mal, wo wir rangehen sollen. Ich habe keine Ahnung. Ob wir an Reginas Laden ran sollen? Ich weiß es nicht. Wie sieht denn da aus? Wie teuer ist denn der Anteil? Da kostet ein Anteil 6.000, ja, wenn wir das sabotieren, natürlich deutlich weniger kosten. Das ist echt blöd, dass man auf diese Übersichtskarte nicht so schnell kommt. Und bei Regina kostet sogar 4.000. Also gehen wir an Regina dran. Sabotage. Wieder ein Inferno natürlich. Wenn, dann machen wir es immer richtig. Ja. So. Und haben immer noch 11.000 zur Verfügung. Genauso sieht's aus. Schade, dass man hier kein Schutzgeld rein tun kann. Ja, Landungsbrücken. Ihr merkt, bin ein bisschen überfordert, weil so viel hier ansteht. Dann schnell hier mal die Kabinen klar machen. Ist hier unten noch was, was nicht in Ordnung ist? Ne, und jetzt wollte ich noch eine Party veranstalten. Das hatten wir die. Dark Knight hatten wir als letztes. Dann machen wir jetzt wieder Pokernacht. Wieder alles aufladen, schade, dass man das nicht ein bisschen mehr machen kann. So, das haben wir gebucht. Jetzt werden wir sabotiert. Egal, abgewandt. Abgewindet, abgewandt. Das ist in Deutsch. Mal gucken, ob sich jetzt hier langsam mal so ein paar Immobilien, also ob sich ein paar Anteile lösen. Weil irgendwie müssen die doch mal hier davon abspringen. Na, warten wir mal ab. Wie sieht es beim Kurier aus? Kann ich da noch irgendwas holen? Na, das Kreditmöglichkeiten brauche ich nicht. Ich habe eigentlich alles gekauft, was man braucht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unserem ersten Kampf zu Seiden-Eddy. Oh, das dauert. Also, den kriegen wir noch in der Folge hin. Das ist gut, dass wir das wissen. Seiden-Eddy, das dauert seine Zeit. Ich dachte, wir könnten ihn jetzt auch so ganz schnell klar machen. Das wird dann also ein größerer Act. Gut, dann haben wir jetzt mal wieder gerade so eine kleine Periode, wo wir ein bisschen weniger zu tun haben. Jetzt, wenn wir da mehr oder weniger uns ums Alltagsgeschäft kümmern müssen. Ja, mich wundert, dass ich da von der Brauerei wirklich, dass ich da bisher nicht genau weiß, wie ich da Chef werden soll, weil es hieß ja. Hey, hier, Junge, unterschreiben für den Erhalt der Brauerei. Du bist doch auch der Meinung, dass du auf dem Kiez gebraucht werden musst, oder? So. Den Typ konnte ich gerade nicht anklicken, glaube ich. Ja, jetzt ist klar, die sind jetzt auch sauer, weil wir sabotieren, dann sabotieren die natürlich auch zurück. Unsere Party müsste jetzt gleich auch starten. Gucken wir mal kurz in die Statistik rein. Jeder sagt nicht so viele Besucher heute. Boah, krass. Unser Specials haben wir echt einen krassen Einbruch gehabt. Ja. Warten wir einfach mal. Wieder bis 22 Uhr, bis wir ein bisschen mehr Kohle haben.
Ich würde so gern, dass die hier mal abspringen und ein paar Anteile frei werden. Damit man was machen könnte. Aber scheinbar ist das nicht möglich. Gleich kriegen wir die nächste Kohle rein. Mittlerweile 6200. Von den Anteilen, glaube ich, kann man ja sogar sagen, wie viel haben wir jetzt hier? 38. Man kann sogar sagen, dass uns eigentlich alles gehört. Ah, da, jetzt geht's los. Bei Regina springen sie ab. Perfekt. Gehen wir direkt zu Regina und holen uns direkt zwei, vielleicht sogar drei Anteile, nicht direkt. Ah ne, es gab ja nur zwei zu holen. Aber genau das wollte ich. Hier springt halt noch keiner ab. Da muss man noch etwas abwarten. Aber meine Fresse, wie viel Kohle haben wir hier zur Verfügung? Schöne Sache. 6 Uhr morgens, Landungsbrücken. Auch hauptsächlich, Hauptsache, dass nur einer kommt. Wir machen das trotzdem. Hier haben wir auch wieder ein bisschen was gemacht, auch wenn nicht zu viel. Jetzt wollte ich nochmal kurz gucken bei der Kiezbrauerei. Was war denn da los? Hier, Junge, unterschreiben für den Erhalt der Brauerei. Ja, aber wo? Vielen, ja, aber wie? Also, ich drück mir hier gerade die Finger wund. Es passiert nichts. Also, entweder muss ich das Ding komplett einnehmen. Wenn ihr da ein bisschen Ahnung habt, die Leute, die das schon durchgespielt haben. Vielleicht bin ich auf dem richtigen Weg. Der Kampf mit Eddie müsste bald kommen. Naja, das ist nämlich schon die dritte Sabotage hier in der Folge, ne? Sind irgendwelche Anteile frei geworden? Nö, ich glaube, die werden auch immer nur um 12 Uhr frei. Wir haben so viel Kohle, wir können auch direkt noch was anderes sabotieren eigentlich gerade. In den Gloria-Palast. Wie teuer wären da Anteile? Ja, ah, der Kampf gegen Eddie kommt jetzt. Boah, da habe ich jetzt auch so ein bisschen. Da habe ich auch so ein bisschen Angst. So, den habe ich gegeben. Wiedergegeben. Wiedergegeben. Und wieder. Und wieder. Und wieder, komm schon. Und wieder. Und nochmal, komm, sei ein Eddie. Boah, da war ja mein Trainingsgegner teilweise besser. Der arme Seiden, Eddie. Ich glaube, da setzen wir jetzt direkt noch immer wieder einen Kampf an. Nee, wo war ich denn jetzt gerade? Der Kampf war die Nebensache gewesen hier. Ich würde dann sagen, dann sabotieren wir vielleicht auch noch den Gloria-Palast. Wir sabotieren einfach alles. Auch nochmal für 30 Tage. So. Mal gucken, wie die Leute dann da abspringen. Ich meine, wir haben die Kohle, also irgendwie. Irgendwie hat das ja funktioniert ganz gut. Es ist echt, glaube ich, immer, dass die um 12 Uhr erst hier aktualisiert werden. Muss ich mal beobachten. Also als nächstes kam das heiße Eck. Das wird dann in der nächsten Folge in Angriff genommen.
Ja, jetzt weiß ich gerade gar nicht so richtig, was ich machen soll. Ob ich uns noch einen halben Tag schenke und wieder da bis 12 Uhr die Folge machen oder jetzt hier schon gleich beenden. Andererseits ist schon so viel wieder passiert in der Folge. Ich guck mal wieder auf die Immobilienkarte, aber da passiert nichts. Das ist echt immer so eine Sache, die erst am nächsten Tag... Was ist eigentlich bei der Brauerei? Was kann man hier im Dunkeln anklicken? Nix. Nix kann man hier anklicken. Nee, ich schenke uns keinen halben Tag mehr. Ich gucke hier kurz nach, ob hier noch irgendwas zu erledigen ist. Ist nicht mehr zu erledigen. Ich gehe schon mal hin und setze einfach schon mal einen Kampf gegen Seiden-Eddie wieder an. Für die nächste Folge. Dann können wir den in der nächsten Folge recht zu Anfang haben. Klicke auf Speichern. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Von Let's Play die Reeperbahn-Simulation. Macht's gut und bis dahin.